Was ist neu im September 2022? Von nun an sind auch Stahlbauverbindungen von rechteckigen Hohlprofilen möglich. Diese können direkt verschweißt oder als Schraubverbindung angeschlossen werden. Das automatische Optimieren wurde erweitert. Modelle können nun auch nach eigenen Parametern optimiert werden. So ist dieses Add-on noch viel flexibler einsetzbar. Mit der Version 24 wurde die direkte Schnittstelle zu Autodesk Revit in RFM 6 integriert. Die Schnittstelle steht als Plugin in Revit zur Verfügung. Alle Einstellungen zum Datenaustausch werden dann auf der Revit-Oberfläche vorgenommen. So ist der für BIM notwendige Datenaustausch möglich. Auch bei den Lastübertragungsflächen hat sich etwas geändert. Flächenlasten können für diesen Flächentyp nun als linear veränderlich definiert werden. Nach der Einstellung in der Fläche selbst werden die aufgebrachten Lasten als linear veränderlich berücksichtigt. Von vielen gewünscht und nun eingebaut, sind Knoten, Linien und Flächenfreigaben. Auch nichtlineare Lastübertragungen lassen sich damit festlegen. Um beispielsweise den Primärspannungszustand für geotechnische Untersuchungen besser auszuwerten, wurde die Möglichkeit geschaffen, auch am unverformten System zu rechnen.